Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft. Unter diesem Motto steht die Europawoche, die heute von der hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Lucia Puttrich im Museum Wiesbaden eröffnet wurde. Geladen waren Schülerinnen und Schüler, deren Interesse an Europa und seiner Politik in dieser Woche geweckt werden soll. Meine Erwartung an der Europawoche ist, dass wir Europa in der Vielfalt den Menschen wieder ein Stückchen näher bringen und vor allen Dingen auch zeigen, dass Europa nicht nur eine Sache des Kopfes sein darf, sondern eine Sache des Herzens sein muss. Menschen müssen Europa leben und auch ein Stück lieben. Dann werden wir erfolgreich sein. Bis zum 10. Mai gibt es in ganz Hessen zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Europa. Auf dem Programm stehen Workshops, Theater- und Musikveranstaltungen, Austauschfahrten und vieles mehr. Außerdem wird es in vielen Städten Diskussionen zu aktuellen Krisen und Problemlagen geben. Die Europawoche ist gerade in den Zeiten besonders wichtig, in denen wir in Krisen leben. Wir haben die Ukraine-Krise, wir haben die Flüchtlingsthematik, wir haben die Diskussion um Griechenland. Und hier müssen wir zeigen, dass Europa zusammensteht, dass wir das Vertrauen haben, auch schwierige Probleme gemeinsam zu lösen, dass wir Ideen haben, wie wir es gemeinsam schaffen zu können, einzubinden ohne auszugrenzen. Alle Informationen rund um die Europawoche 2015 finden Sie im Internet unter www.europawoche.hessen.de.